Architekten, Grafikdesigner, Webdesigner. Wir kennen viele und schätzen ihr Schöpfen aus dem Alltag. Doch abseits von Mainstream-Designern wie Lagerfeld, Chanel oder Hadid, gibt es ein von der Gesellschaft hochgeschätztes, jedoch weitgehend unbeachtetes Feld, das sich mit multisensuellem Design befasst. Auf unserer Suche nach außergewöhnlichen Berufen haben wir den Food-Designer Martin Habelsreiter getroffen und ihn gebeten, uns von seiner Arbeit zu erzählen. Designer gibt es hier mittlerweile ein paar. Was wir machen, ist, wir versuchen als Designer die Designparameter unseres alltäglichen Essens herauszufinden, welche Punkte eine Rolle spielen, damit Essbares vom Kugelhupf über die Semmel bis hin zu Fischstäbchen oder neuen Produkten gestaltet werden. Und das haben wir bis jetzt in einem Buch, in einer Ausstellung, in einem Film dokumentiert. Mittlerweile machen wir es selber. Nahrungsmittel sollen unsere Sinne ansprechen. Meistens sagt uns bereits der Anblick einer Speise, ob sie uns schmecken wird oder nicht. Die Farbe lässt uns die Geschmacksrichtung erahnen. Ist sie rot, also süß, oder schwarz und bitter? Food Design ist einfach eine uralte Disziplin, möglicherweise sogar die allererste Form von Kunst. Die Menschheit hat sich irgendwann überlegt, dass man Essen aus verschiedenen Gründen umgestalten kann. Also das, was wir in der Natur vorfinden in der Landschaft, Beeren, Pilze, Fleisch von mir aus, Getreide, was auch immer, beginnen wir aus verschiedenen Gründen umzugestalten. Einerseits, damit es einfach geiler ist, also damit es uns besser schmeckt, wie man so schön sagt. Der Lustgewinn spielt ja nicht nur beim Sex eine Rolle, sondern auch beim Essen, wahrscheinlich sogar viel mehr. Essen ist ja viel intimer als Sex, man kriegt es ja nicht mehr raus. Hier habe ich eine rohe Karotte, eine gekochte Karotte, Karotte gekocht und püriert, Karottenschaum, Karottengel, Karottenkrokant, Karottenkaviar. Es gibt grundsätzlich eben die drei Parameter, dass die fünf Sinne, also ein Food Designer muss schon alle fünf Sinne beachten. Der Geschmack ist ja nur ein winzig kleiner Beitrag. Die Zunge ist ja ein denkbar dummes Organ, kann ja kaum was. Nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Schmecken passiert nicht viel. Wir riechen, wir hören das Essen, wir sehen es natürlich auch und wir zerkauen es. Das spielt eine große Rolle. Dann sind alle Funktionen zu beachten, wie produziert man es, wie konserviert man es, wie transportiert man es, wie verzehrt man es und so weiter. Und dann muss ein Food Designer schon auch in der Lage sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen und ein Produkt zu erschaffen, das dem der jeweiligen Zeit entspricht. Wir werden ja von Kindesbeinen an dazu erzogen, was uns zu schmecken hat und wovor wir uns ekeln. Also Ekel ist ja kein Instinkt, Geschmack auch nicht. Es geht einfach darum, dass wir irgendwann lernen, dass wir Insekten grauslich finden, weil es Mama und Papa auch grauslich finden und die Oma sowieso. Also haben wir es auch als grauslich zu empfinden und das geht halt bis zu religiösen Tabus und so weiter und so weiter. Das heißt, Essen hat einen gewaltigen kulturellen Wert in sich, der bis dorthin auch geht, dass die Industrie zumindest teilweise sagt, ein Produkt, das keine Geschichte erzählt, verkauft sich nicht. Nach unzähligen Meetings, Verkostungen, Adaptionen und Kalkulationen findet das neue Nahrungsmittel schließlich den Weg in das Supermarktregal. Man
geht davon aus, dass pro Jahr 10.000 neue Lebensmittel auf den Markt kommen. Ich würde nicht alle davon als designed bezeichnen, denn die meisten sind ja nur Variations von Dingen, die es schon gibt. Aber 5.000 davon floppen sofort. Die gehen nach spätestens 3 Monaten aus den Supermarktregalen wieder raus. Und es weiß aber eigentlich keiner, wer diese Produkte gestaltet hat. Das ist ja das Interessante dran. Und wir tun auch so, als wäre es uns wurscht. Das heißt, wir schimpfen über Konzerne, lassen aber zu, dass in den Konzerngestaltungsabteilungen Dinge gemacht werden, die wir konsumieren, die wir essen und so weiter. Und wir erachten es schon als wichtig, dass es eine Diskussion gibt über Food Design, dass es eine geben wird über die Gestaltung der alltäglichen Nahrung und dass auch Designer irgendwann einmal hergehen und sagen, wir wollen ein demokratisches Mitspracherecht dafür, was wir im Teller haben. Also nicht nur der Designer, sondern natürlich auch der Konsument.